Andrea Kiewel hatte am Sonntag nicht nur einige Sänger im ZDF-Fernsehgarten zu Gast. Für eine außergewöhnliche Sporteinlage lud sie zwei Tennisprofis aus Hamburg ein. Mit folgenden Worten kündigte Andrea Kiewel die neueste Sportart an. Jetzt ist der Moment, über den alle meine Partygäste morgen an der Kaffeemaschine in der Firma oder beim Frühstück mit den Freunden oder beim Einkaufen im Supermarkt an der Kasse reden werden. So sollte die Moderatorin einen Ballwechsel mit rohen Eiern absolvieren, was leider scheiterte. Auf Twitter kam diese Aktion nicht sehr gut an. Mit Eiern spielt man nicht und Tennis schon gar nicht. Bildungsauftrag verfehlt. Mit Lebensmitteln spielt man nicht. Oder yeah, Tennis mit rohen Eiern. Ein Hoch auf die Lebensmittelverschwendung, war dort unter anderem zu lesen. Neben der Lebensmittelverschwendung können einige Zuschauer die Relevanz dahinter nicht erkennen. Das Tennistheater war wirklich Zeitverschwendung.